Wie? Oh, zweimal Weihrauch. Sehr nice. Ich glaube zwar nicht, dass die was bringen. Ne. Ne. Und noch irgendwas. Wir haben das jetzt noch gekriegt. Da könnten wir das erstmal weglegen. Das ist doch komplette Verschwendung für den. Dann soll er lieber erstmal so einen kleinen nehmen. Hier könnte man vielleicht noch gleich den großen geben mit den 60. Aber selbst das. Selbst das wäre nicht wirklich. In der Mitte eines kleinen Ritualkreises steht eine verzierte Urne. Um sie herum liegen Opfergaben. Vor der Urne steht ein Kerzenhalter mit 6 brennenden Kerzen. Du erblickst etwas Wertvolles in der Urne. Untersuchen löst einen Kampf aus. Ignorieren erhältst einen Schicksalspunkt. Wertvoll. Als du dich der Urne näherst, flackern die Kerzenflammen auf und dann erlöschen die Kerzen. Elementargeister nehmen von dir vor dir Gestalt an. Sie wollen beschützen, was anscheinend ihnen gehört. Was seid denn ihr? Ihr seid ja knuffig. 15 Schaden, 6 Schocks. Alle dort hinten, das ist mir auch relativ wumpe. Bewegt alle Gegner in die vordere Reihe, das ist mir noch wumpiger. Das war nur auf Nummer sicher. Doch, klingelt's in den Ohren, wa? Tschüss. Erhalten für das Töten eines Feuergeists verursacht 6 Schaden. Oh, nicht aufgepasst. Oh, noch weniger aufgepasst. Scheiße. Das waren doch diese scheiß Schocks, die hatte ich jetzt auch schon nicht mehr. Erzeugt auf 2 zufälligen gegnerischen was? Statisches Feld. Bewegt alle Gegner in die vordere Reihe, aber das macht er erst nachdem der Wichser die Felder erschaffen hat. Also ich muss den Typen hinten rausnehmen. Egal was es kostet. Oder den vorderen. Mist. Ja, langsam echt unkonzentriert.
Scheiße. Ach du Scheiße. Lebe, mein Freund, lebe. Erstmal nice saufen hier. Ey, so haben wir nicht gewettet, Kollege. P um 1 erhöht, das ist ja mal richtig geil. Erhält 3 Dornen und 7 Schutzschild. Das ist ja mal ein guter Ausrüstungsgegenstand. Was hat sie denn schon mal an die Krallen an? Das ist das Ding, glaube ich, hier. Diese plus 1 Stärke. Gut, man weiß ja nie, wozu man es braucht. Ich glaube, ich könnte dann so langsam mal einen Shop gebrauchen, wa? Gäb's hier unten Ehen. Noch irgendwo. Da hätten wir jetzt Ehenkampf. Dann irgendwas random. Dann könnten wir uns hier diese Maps durchnehmen. Dann hätten wir hier einen Shop. Dann hätten wir hier noch mal einen Kampf über mehrere Wellen. Und dann wäre schon der Bossgegner da. Wenn ich den Kampf überlebe. Oh Gott, Level 23. What the fuck? Hi David, moin moin. Ach so. Oh lol. Weil vor dem Bastard noch ein Kaktus steht, kann er mich nicht angreifen, muss den Kaktus angreifen.
Dummling. Rennt voll in die Dornen rein. Ah. Bei ihm das Gleiche. Also ich muss mich momentan nur um die zwei hier unten kümmern. Jetzt habe ich Kakteen vergiftet. Aber wieso kann ich ihn nicht vergiften? Spiel ich mein Glück eben. Es wäre halt scheiße, wenn die Kakteen jetzt verschwinden. Und schon bin ich weg. Jetzt könnt ihr euch hier hinten an dem Kaktus abarbeiten, ihr Dummlinge. Fügt einer zufälligen Einheit 7 Schocks und 10 Schocks zu. Einmalige Kettenwirkung. Das Problem ist, wenn er jetzt auf die Kakteen überspringt, dann kriegen wir, glaube ich, mit den Dornen Probleme. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil Schocks dürften ja eigentlich nicht an die Dornen gehen. Ja, probieren. Also doch. Hier muss ich verschieben. Viel Spaß im Kaktus, Idiot. Hätte ich das gewusst, dass ich die Kakteen... auch vergiften kann, dann hätte ich das mit dem Gift gelassen. Die standen schön da. Jetzt haben wir nämlich ein tierisches Problem. Mm-hmm.